Der springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen. 4:1 für Hannover. Hallo und herzlich willkommen. Sind wir schon auf Sendung eigentlich? Ist das schon hier die richtige Sendung jetzt? Ich glaube dann würde nicht. Ich sagen, ja, doch. Weil dann würde ich sagen, guten Abend, herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter an diesem Montag, den 7. Was haben wir denn? 8. März? 7. März? Den 7. März. März, genau. 2022, wir gehen so langsam in die Zielgerade dieser Saison mit unseren Roten, mit Hannover 96. Und wenn ich wir sage, dann leite ich über zu dem Mann, den ihr alle schon rechts von mir ist es. Links von mir und euch links. Stanley, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, Hannover. Hoffentlich geht's dir alle gut. Kannst du mich sehen? Ja, hoffentlich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin total enttäuscht über die letzten zwei Spiele. Ich war super. Bitte? Bitte, Niklas? Ich sehe dich super, aber ich glaube, mein Internet ist schon wieder schlecht. Ich würde mal kurz ins mobile Internet gehen und dann gucken, wie das funktioniert. Ja, was ich sagen wollte, wirklich, das war für mich aus unterirdisch, ist das wird am Samstag. Ich weiß es nicht, was war los. Wenn der Torwart war schlecht, warum ist er von vorne dann gespielt? Wenn er jetzt mit 3 Torwarts hingefahren nach Sandhausen, ich war auf die Pressekonferenz, ich hatte nochmal angesehen heute Nachmittag und er hat erzählt, das ist einer Grund, wie er mit 3 Torwarts hier angefangen. Dann warum ist er denn Ron Robert Seeler spielen lassen zu Anfang? Und dann wir sind in der Bundesliga, ich glaube, wir schießen mehr Toren, Eigentoren, denn richtige Toren in der Bundesliga, wir momentan Nummer 1, ey. Ich weiß es nicht, was ist los mit uns. Zählst du da das 0-1 schon mit oder nur das 1 oder nur das 2-0 für Sandhausen? Weil die, also eine Ecke zu bekommen, also als Weltmeistertorwart sich eine Ecke einschenken zu lassen, du hast es gar nicht mehr angesprochen. Ey, kannst drauf an, wie das war. Wir können wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie der Wind war, wie das Ball war. Ja. Das ist freaky. So ein Tor ist freaky. Ist nicht. Ist freaky. Aber ich kann sagen, warum war der keiner auf der zweiten Pfosten? Ja, ja, weil ich mache das nicht heute. Das ist ein Freak-Tor, aber das zweite Tor, das Verteidigung, das zweite Tor war unglaublich. Und das dritte Tor mit unserem Superheld Hult, wie er das verdattelt hat, dass keiner hat ihm geschrien, dass da ein Mann hinter sich, ich habe das nicht begriffen. Aber das ist Fußball. Und jetzt, wir haben leider das Möglichkeit, wirklich wieder in den Abstiegskampf zu kommen. Wir spielen jetzt gegen Nürnberg. Das wird echt nicht einfach. Ehrlich nicht. Ich glaube, Fritz ist in die Leitung. Einen wunderschönen guten Abend, Fritz. Und wir haben jemanden im Studio sitzen. Matthias ist auch da, glaube ich. Es hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, dass ihr schon die Sendung macht. Ich dachte, ihr seid gerade im Vorgespräch und wollt euch nicht rausbringen lassen. Aber wir wurden auch überrascht. Wir wurden auch eiskalt überrascht von der Regie. Aber wir waren auf einmal drauf und dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir das, was wir vorher auch gemacht haben. Wir reden einfach, aber dann so, dass es alle ist. Ist doch super. Aber Fritze ist am Telefon. Für die Zuschauer zu Hause nur noch ganz kurz, falls Sie es letzte Woche nicht eingeschaltet haben, damit Sie kurz wissen, was bisher geschah. Letzte Woche waren wir raus aus dem Abstiegskampf. Jetzt, diese Woche. Schauen wir mal. Fritze, was sagst du? Guten Abend. Ja, es ist folgendermaßen. Die beiden, die da oben sitzen, die haben schon irgendwelche Situationen kritisiert. Ich kann nur Folgendes sagen, beide Spiele waren katastrophal. Ja,
Also man könnte die Woche, ich weiß nicht, ich habe so gedacht, wenn man die Woche jetzt versuchen würde zusammenzufassen, könnte man sagen, letzte Woche war nicht so der Burner. Ja, die Mannschaft war doing? Natürlich etwas umgestellt, nicht? Weil der Burner fehlte nicht und der Kaiser hat nicht gespielt. Und ja, also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, man kann ja auch nicht immer alles an einer Figur festmachen, aber tatsächlich ist es schon so, anders als Leipzig, wir haben ja letzte Woche Studiogast gehabt, der uns nochmal deutlich erklärt hat, dass die Mannschaft quasi darauf hin zusammengestellt ist, dass sie auf drei Hochzeiten mindestens tanzen kann und entsprechend guten Großen und Kader hat und den haben sie jetzt auch wieder. Anders als die sind wir eher so ein Kader, wo man sagen muss, naja, wenn alle Rädchen zusammenpassen, dann funktioniert es wenigstens so halbwegs und eines dieser Rädchen und dieser ganz wichtigen Rädchen, ich glaube, das haben wir in der letzten Woche wieder gemerkt, ist tatsächlich leider Julian Börner, der dann zweimal halt nicht dabei war. Erst wegen Corona-Verdacht und dann wegen auch noch bestätigter Corona. Also, oder seid ihr anderer Meinung? Also ich meine, man könnte allein die Tatsache, allein dieser Druck, der da aufgebaut wurde am Anfang, diese Ecken, diese Vielzahl von Ecken, wäre das mit Börner genauso gekommen? Ist rein spekulativ. Aber Fritze, denkst du nicht auch, dass es dann besser gelaufen wäre? Nur den Namen Börner zu nennen, ist unfair. Naja, die hätten auch mit Börner nicht besser gespielt. Das war wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, haben die gespielt. Ja, aber der Punkt ist ja der, meine Aussage wäre ja, dass sie mit Börner hintenrum nicht so sehr wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen aussehen. Ja, das gesamte Spiel war wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Das stimmt. Den anderen Ball hat er da einfach nach vorne gedroschen und irgendeiner sollte hinterherlaufen. Das ist richtig, ja. Ist doch kein Fußball. Nee. Ich würde da auch früher ansetzen, also nicht im Spiel, wo Börner möglicherweise gefehlt hat, sondern die Aufstellung habe ich nicht verstanden. Also Dabrowski hatte doch jetzt vor allem gegen Kiel eine funktionierende Mannschaft, die es gut gemacht hat und so. Und klar musste er dann den Ausfall von Börner irgendwie kompensieren. Aber da ist ja mit Krainsch einer, der die gleiche Position spielen kann, der das vielleicht nicht ganz so gut macht, aber ich finde, Krainsch macht das immer noch in Ordnung. Aber warum hat er denn so viel umgestellt? Also warum lässt er einen Teuchert draußen? Warum nimmt der Kaiser wieder raus? Und Dua, gestern Katastrophe. Warum stellt er das System um? Also diese ganzen Umstände, das habe ich nicht verstanden. Warum versucht er Leipzig zu spiegeln von der Formation? Also das kann doch gar nicht funktionieren. Also speziell die Rolle von Teuchert, muss ich zugeben, habe ich jetzt auch tatsächlich zweimal nicht verstanden. Ich habe dann gedacht, naja, der muss irgendwie angeschlagen sein. Er sitzt zwar auf der Bank, aber ist vielleicht irgendwie nicht in Topform, weil er kam ja jedes Mal nach Weidand. Das verstehe ich grundsätzlich nicht. Also es kann eigentlich nicht sein. Und es sei denn, es gibt einen Grund, den wir nicht wissen gerade. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel irgendwie da uns Lügen gestraft hat, wenn wir das sagen. Also ich kann nur wiederholen, beide Spiele eine Katastrophe. Alles falsch gelaufen. Hoffentlich steigert er sich, denn gegen Nürnberg wird noch schwerer. Nürnberg ist jetzt auf den Richtung Aufsichtsplatz. Ja, dann können wir jetzt wieder. Wir haben ja hier diese lustige Theorie in der Sendung, von wegen, wenn die Mannschaften gut sind, besser sind, dass wir gegen sie im Zweifel ganz gut aussehen. Wir haben jetzt gelernt, wenn sie zu gut sind, also quasi in der ersten Liga auch noch zu den oberen Spitzenmannschaften gehören, zählt das nicht mehr so ganz. Aber Nürnberg gehört dann ja doch eher zu den Spitzenmannschaften, sage ich mal jetzt im Augenblick, unserer Liga, der zweiten Liga. Und da ist vielleicht ein besseres Spiel tatsächlich zu erwarten als gegen die sehr robust auftretenden Sandhäusener. Wobei man auch, keine Entschuldigung jetzt direkt für Dabrowski in dem Sinne, aber zumindest wenn der ansonsten erstaunlich uninformierte Reporter von Sky, der uns zum Beispiel einen neuen Spieler namens Onduka verkauft hat während des Spiels, aber wenn da diese Beobachtung zumindest richtig ist, dann haben die Sandhäuser oder Sandhausener an diesem Tag wohl gespielt wie noch nie in dieser Saison und wie keiner damit, wo konnte man nicht mit rechnen angeblich? Naja, also gut waren die doch auch nicht, oder? Ich habe nicht gesagt, dass sie gut waren, ich sage nur die Spielweise. Es fiel ja schon auf, dass sie am Anfang quasi über uns ziemlich hergefallen sind, sehr aggressiv in die Zweikämpfe, sofort sehr, ich glaube sehr, nicht das Gegenteil von tief, also hoch. Auch da würde ich wieder widersprechen, weil also das natürlich haben die irgendwie, also das sah engagiert aus und das sah aus wie irgendwie ein Pressing und das sah aus wie ein sehr beherztes Zweikampfverhalten. Aber es kam halt auch gar keine Gegenwehr. Ne? Also gerade am Anfang, der Anfang wurde ja komplett verschlafen von der gesamten Mannschaft eigentlich.
Ja, aber ich sag nochmal, es war ja, man hatte ja wirklich das Gefühl, ganz schnell hatte man das Gefühl, okay, wenn hier irgendeiner mit dem Ball mal versucht, nach vorne zu gehen, um Gottes Willen, wenn ein Gegner kommt, ist der Ball weg. Also man hatte ja bei jedem Zweikampf... Genau, die einen wollten Fußball spielen, die anderen nicht. Den Eindruck hatte man ein bisschen, ja, genau. Also, ja. 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 Ja, na gut. Wenn das schon reicht, dann war Sandhausen gut. Ja. Ja, man kann aber auch noch sagen, wenn der Hansen nicht so gut gehalten hätte, hätten wir noch höher verloren. Der Hansen hat eine super Leistung gezeigt, der Torwart. Verstanden? Ja, der Hansen hat das eigentlich ganz gut gemacht und uns dann das Ganze hat uns dann noch in die lustige Situation gebracht, dass fast schon Weidand ins Tor gemusst hätte. Ja. Als er auch nochmal verletzt war. Ja, verletzt war er sich richtig schon. Ja, Fritze, so ist das. Was glaubst du denn jetzt für Nürnberg? Wie sollte die Mannschaft das Spiel angehen? Also sollte sie... man sollte versuchen, die Aufstellung, die gegen Kiel gespielt hat. Okay, jetzt wieder zurück zu den alten. Und St. Pauli. Gegen St. Pauli haben sie auch die gleiche Aufstellung. Ja. Wenn er natürlich ein Verletzter ist, muss er den durch einen guten ersetzen, nicht? Also ich hänge nicht nur an den Namen. Der Nikas hat schon recht, der Kranjek kann das auch. Nicht? Also. Ja, vielleicht... wenn man etwas anders spielen würde, ja, das stimmt. Also ich meine, klar, es haben irgendwie, und es ist natürlich so, es ist auch nicht nur ein Spieler gewesen, es war irgendwie mehr oder weniger die ganze Mannschaft. Leider inklusive jetzt auch noch, ich habe es ja schon angesprochen, Robert Zieler, der möglicherweise aber auch vielleicht doch unpässlicher war, als er selber gedacht hat im Zweifel, weil er sich fit gefühlt hat. Wobei, ich bin jetzt nicht sicher, als ich reinkam, sagtet ihr ja gerade sowas von wegen, das mit dem Tor, dass man sich den reinmachen lässt. Hätte man den halten müssen, meinst du wirklich, Niklas? Also ich bin noch so unsicher. In der Stallung steht, er hat Schwindelanfälle gehabt. Er hätte gar nicht spielen dürfen. Ja, genau. Also ich mache das ja auch gar nicht Zieler zum Vorwurf. Also ich sage, diese Ecke musst du irgendwie wegverteidigt bekommen. Ja. Es geht nicht, dass man im Profifußball eine Ecke direkt eingeschenkt bekommt von einer Mannschaft oder von einem 24-jährigen Spieler einer Mannschaft, die im unteren Drittel der zweiten Liga steht. Es steht ja meistens einer am kurzen und einer am langen Pfosten, unter anderem deswegen. Warum machen wir das nicht? Ist das eine Entscheidung des Torwarts oder ist das Entscheidung der Mannschaft oder des Trainers? Weißt du das? Das ist eine Entscheidung des Torwarts. Ja, das ist eine Entscheidung des Torwarts. Der besetzt entweder beide Pfosten oder lässt es oder ne, ganz nach Belieben. Vielleicht ist ja manchmal dann auch, manchmal will man ja auch den einen oder anderen Stürmer vielleicht mal doppeln oder irgendwie zumindest so stellen, dass man die Pfosten dann eben personell nicht besetzen kann. Mhm. Aber Zieler bewegt sich auch falsch. Also Zieler macht in dem Moment, als der Spieler, dessen Namen ich nicht parat habe, aber in dem Moment, als der angelaufen ist, hat Zieler einen Schritt nach vorne gemacht oder sogar zwei und kommt deswegen nicht mehr hinten in die Torecke, da wo der Ball halt einschlägt. Und genau das lernt man eigentlich ab der C-Jugend oder so, also ab dem Moment, wo es irgendwie wichtig wird, sich im Raum, im Strafraum zu bewegen, lernt man, dass man das eben nicht macht. Also das ist schon ein Fehler. Aber das mache ich halt Zieler nicht zum Vorwurf. Ich denke mir nur, der Mann ist 33, der spielt schon so lange Fußball, der ist Weltmeister. Alles in Ordnung. Und man kann auch mal Schwindel bekommen und das ist dann ja vielleicht auch tückisch, so dass man erst denkt, ach, das geht schon und dann aber nicht. Aber ich behaupte, der hätte sagen sollen, Leute, mir geht's nicht gut. Ich lass mal den Hansen rein, vor allem, weil Hansen gut ist. Also vor allem, weil das eine richtig gute Nummer 2 ist. Da verstehe ich nicht, warum Zieler gespielt hat. Ja, Fritze, dann gib uns mal einen Tipp für Nürnberg. Was sagst du denn? Ja, das ist schwierig. Ich hoffe, dass sie wenigstens unentschieden spielen, damit sie nicht ganz unten reinrutschen. Mhm. Noch stehen sie ja einigermaßen. Weil da unten, die beiden letzten sind da so gut wie weg, nicht? Also da können wir noch ganz zufrieden sein. Ja. Aber wir können doch auf den Relegationsplatz, das ich schon mal gesagt habe, und das ist ja gegen Braunschweig. Die Relegationsnummer, die ist definitiv noch im Raum, da sind alle noch relativ dicht beieinander, wenn wir uns da nicht tatsächlich wegbewegen. Insofern wäre es die Frage gegen Nürnberg, die natürlich gerade ein bisschen aufstrebend sind, haben jetzt gerade am Wochenende den HSV ja auch noch geschlagen und überholt. Ja. Sag mal deinen Tipp, du hoffst einen Unentschieden, aber was sagst du denn? Sagen wir, spielen 2-2. 2-2, okay. Was hattest du denn eigentlich jetzt für das, du gehörtest, glaube ich, zu den Leuten, die gesagt hat, Leipzig raus, Sandhausen dafür dann aber großer Sieg, oder?
In St. Pauli hatte ich auf den 2-1 nicht getippt. Naja, nicht ganz. Okay. Gegen Leipzig habe ich auch auf den Sieg gehofft. Hatte ich doch noch gesagt. Ja, Leipzig geht 2-0 in Führung und wir gewinnen 3-2. Das wäre so die Variante gewesen. Hatte ich auch noch gehofft, als es 0-2 stand. Aber unsere Wunde immer schlechter. Im Grunde hat 96 ja auch ein kleines bisschen so gespielt. Also das war ja war ja offensichtlich der Versuch, mit Glück irgendwie und ein bisschen Beherztheit am Anfang möglichst schnell vielleicht ein überraschendes Tor schießen und daraus dann ein Spiel aufbauen. Aber das hat dann halt leider nicht ganz so geklappt, war nicht ganz so effektiv. Und naja, was soll's, das haben wir jetzt, das Lehrgeld haben wir gezahlt. Fritze, ich sag dir erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Und halt noch einen schönen Abend. Ja, das ist alles klar. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend und weiterhin Sonnenschein. Es genau. Wird im Laufe der Woche noch wärmer. Wir Hallo Niklas, tschüss. Stanley hat noch gar nichts gesagt. Vorhin hat er was gesagt, aber jetzt während unseres Gesprächs gerade nicht, das stimmt. Aber das kommt bestimmt gleich noch. Vielen Dank, Fritze, mach's gut, ciao. So, und ich möchte jetzt kurz, bevor der nächste Anrufer reinkommt, wird schon reingeschaltet, kurz auf eine Besonderheit hinweisen, die wir heute in der Sendung haben. Und zwar ist das da, diese Kamera, jetzt sehen Sie die Kamera, das ist unser, wenn Sie sie noch von früher an, war das 1, 2 oder 3? Ich weiß es gar nicht mehr, welche Sendung war denn das mit dem Kamerakind, ich glaube, ne? Ich glaube 1, 2 oder 3. Du bist viel zu jung, um das noch zu wissen. Ah, da haben wir auch, wir haben sogar eine Einblendung. Sehr gut, wir haben sogar eine offizielle Einblendung, hier sehen wir es. Das ist das Bild, was Kamerakind Jakob macht. Genau, und das ist Kamerakind Jakob. Er kann sich selber natürlich nicht filmen, deswegen ist das jetzt eine andere Kamera. Ist ja logisch. Der Rahmen zeigt an, wenn das Bild von ihm ist. War eben auch schon ein, zwei Mal, aber wir haben es noch nicht. Wir wollten ihn erstmal ein bisschen reinkommen lassen. Hallo Jakob. Hi Matthias. Der Lohnvertrag für dich liegt draußen bereits bereit, ne, wo du unterschreiben kannst, für wenig Geld in Zukunft fest angestellt hier zu sein. Okay, wir holen den nächsten Anrufer rein. Ja, genau, da ist nochmal deine Kamera, sehr schön. Und wir holen den nächsten Anrufer rein. Das ist, ich kann es gar nicht sagen, steht nicht da auf der Infoliste, aber müsste schon da sein. Hallo? Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ah. Guten Abend. Ja. Carsten, richtig? Richtig. Ja, genau. Ich sehe es hier nicht, aber ich dachte, ich erkenne es an der Stimme. Hat ja geklappt. Schön. Ja, abgesehen, dass ich jetzt sage, schön, so schön war jetzt die letzte Woche nicht. Wie ist deine Lage, deine Stimmungslage? Bist du schon wieder einigermaßen runter von der Enttäuschung oder ist die Ernüchterung noch arg bei dir? Ne, schon Ernüchterung, ne? Ich meine, Leipzig, da kann man mal unter die Räder kommen. Ne? Da war vielleicht der Gladbach-Sieg Fluch und Segen zugleich. Leipzig hat uns nicht unterschätzt. Mhm. Und dann sind die halt einfach mal an so einem Tag auch nicht zu schlagen. Ne? Die wollten das auf jeden Fall haben, ja. Das ist dann leider so, was viel, viel schlimmer war, finde ich, war die Einstellung, die Aufstellung am Samstag in Sandhausen. Ne? Da dürfen sich dann auch ruhig mal alle hinterfragen. Ne? Ich habe die Aufstellung nicht verstanden. Ne? Dann wird nach dem Spiel auch gesagt, dass Zieler schon Probleme hatte. Da finde ich, da muss man dann auch so professionell sein und sagen, okay, es geht nicht. Ne? Was hat er denn zu verlieren? Er ist die Nummer 1. Wir haben einen guten zweiten Mann. Das hat Hansen auch gezeigt, als er reingekommen ist. Aber ich fand das schon erschreckend. Ne? Dann auch mit Hinterseher als einzigen Stürmer bei den Leistungen in den letzten Wochen und Monaten, also die Aufstellung und dann auch von Anfang an ohne Moroja und Meiner. Ne? Ich meine, wenn man die Aufstellung schon ändert von Kiel und St. Pauli, wo wir ja wirklich ordentlich gespielt haben, dann finde ich das auch bei so einem Auswärtsspiel, wo zu erwarten ist, dass du eben auf Konter setzen musst, dass du Moroja und Meiner brauchst. Ne? Aber wie gesagt, die Ein- und Aufstellung, finde ich, war eine Katastrophe. Und das ist eigentlich das Schlimme, ne? dass man das Spiel hergeschenkt hat, finde ich. Ne? Das würde ich größtenteils zustimmen. Ich würde allerdings sagen, dass die Einwechslung von Meiner, eine der Einwechslungen, die auch absolut gar nichts gebracht hat.
meiner Meinung nach, aber Niklas hat dann möglicherweise eine andere oder zumindest noch eine Zusatzmeinung zu. Ganz kurz, also ich würde sagen, dass die Einwechslung von Meiner wirklich gar nichts gebracht hat. Warum Moroja nicht von Anfang an gespielt hat, das finde ich tatsächlich auch, fand ich tatsächlich auch ein bisschen fragwürdig. Und tatsächlich hatte ich schon nach 10 Minuten den dringenden Gedanken, ich dachte, okay, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass wirklich dem sofort raus muss aus dem Spiel. Es hat dann ja auch gar nicht, also er hatte ja die sogenannte Höchststrafe bekommen, während der ersten Halbzeit schon ausgewechselt zu werden. Allerdings trotzdem erst nach einer halben Stunde, war in gewisser Hinsicht schon zu spät, weil da sind schon so viele Fehler und Fehlschüsse und das ist halt auf der Ebene im Verteidigungsbereich natürlich auch nochmal ein großes Problem. Niklas, sag du, was wolltest du sagen gerade? Ja, ich wollte auch zu Moroja eigentlich, also ich wollte gar nichts zu Meiner sagen, sondern dass Moroja, wenn er fit ist, immer spielen sollte. Ich fand auch eigentlich, Yannick Dehm runterzunehmen, klar kann man mit der Leistung begründen oder so, aber dann macht es zur Halbzeit. Also da dachte ich dann, jetzt sind die 10 Minuten eigentlich auch egal. Vor allem, weil ich nicht nur Dehm gerne schon früher runtergenommen hätte, sondern auch Ondua fand ich. Also ich fand Ondua fast noch schlimmer als Dehm, was der da gestern gespielt hat. Es war ja nicht Ondua, es war ja Onduka. Das darfst du nicht vergessen. Ein Hochstapler, ja, der sich mit schlecht gefälschtem Spielerpass in die Mannschaft geschlichen hatte offensichtlich. Wie der Sky-Reporter als einziger erkannt hat. Ja, das stimmt. Das waren so zwei Fehlerquellen, die relativ massiv waren. Das ist richtig. Ja, das waren eigentlich alle, ne? Ja, unterm Strich haben alle nicht so richtig. Bayer hat sich auch irgendwie mit eingefügt in die Fehlerketten. Irgendwie Kerk hat zu wenig Engagement irgendwie nach hinten gezeigt, immer nur auf die Bälle vielleicht gewartet. Mhm. Also. Und an Hinterseher möchte ich es noch am wenigsten festmachen, weil der hat in dem Moment, als er mal konnte, also als quasi mal ein Ball zu ihm kam, wenigstens mit einer sehr guten Aktion für das einzige Gegentor gesorgt. Das war ja zwar nicht direkt sein Tor, aber die Vorbereitung war dann schon das Entscheidende, würde ich sagen, bei diesem Tor. Abgesehen von der auch sehr guten Flanke. Das war auch der einzige gut strukturierte Angriff, ne? Ja. Und da hätte man eben auch, man hatte zur Halbzeit das Glück, dass man nur 1-2 zurückliegt, ne? Man hätte auch schön viel gehört, aber das dann noch weniger kommt als in der ersten Halbzeit, wo schon nichts zu sehen war. Mhm. Also das war schon als Fan sehr deprimierend, sich das angucken zu müssen, weil da hat man dann wirklich auch, das kann ja dann nur an der Einstellung liegen, kann mir doch keiner erzählen, dass Sandhausen, natürlich haben die nicht schlecht gespielt, aber wir haben die auch machen lassen. Ne? Wir haben kaum einen Zweikampf gewonnen, ne? Im Mittelfeld ging jeder Zweikampf, da ist ja ein Angriff nach dem anderen auf uns zugerollt, ne? Mhm. Und da musst du dann auch mal die Abwehrspieler irgendwo in Schutz nehmen. Wenn vorne auch keiner drauf geht, wenn die da so durchgehen, wie sie wollen, ne? Und da auch Ecken verursacht werden, die gar nicht sein müssen. Also das Spiel war, Entschuldigung, aber war vor den Arsch von vorne bis hinten. Ne? Im Netz haben ja wieder viele, ich weiß nicht, Stanley, das wirst du im Zweifel auch gesehen haben, haben sich ja sehr viele Leute doch wieder jetzt so aufgeregt, so ein bisschen in der Richtung, dass die Mannschaft eben doch wieder ihr wahres Gesicht zeigt, also dass die Mannschaft eben doch eine charakterlose Mannschaft ist. Stanley, was meinst du? Würdest du da auch so weit gehen und diesen Vorwurf bringen oder würdest du sagen, es ist vielleicht doch nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen? Da gibt es nicht bei 96 einer einmaliger Ausrutscher, Jungs. Das passiert zu oft. Und ich denke, wenn wir Cedric eingewechselt, der hat sowieso nichts gebracht. Ich glaube, das war leider eine ganz schlechte 2 Spiele, wo die Aufstellung von vornherein war nicht gut. Die Auswechslung in den letzten Zeiten, die letzten 3 Spiele sind auch nicht gut. Wir hatten Glück bei St. Pauli. Bei St. Pauli, wir sind irgendwie angeschlagen seit 20 Jahren. Vielleicht wir haben das Glück, der Fußballgott ist da, 3-0 zu gewinnen. Aber seit das, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn wir alle sitzen hier und reden, warum unsere Japaner hat nicht Außenverteidiger gespielt. Ich habe das nicht begriffen. Borna ist
viermal oder fünfmal ein Spieler des Tages in der Bild Sport. Ich habe gelesen heute. So in der Mannschaft des Tages. Und ich kann vorstellen, wenn er ist da und auf dem Platz, da ist eine andere Disziplin, und da ist ein Mensch da, der sagt etwas. Die erste Tor, ihr kennt, das ist ein Freak-Tor. Das gibt es einmal seit 2017, das ist das letzte Tor von einer Ecke, direkt von einer Ecke geschossen. Aber ich, like der Eigentor und der dritte Tor, wenn unsere Held Hult hatte, nicht so einen grandiosen Tag gehabt, so eine Ball abzugeben. Und ich habe mit Niklas gesprochen vorher. Warum hat gar keiner mit ihm angeschrien, dass seine Spieler kommen von hinten? Hm. Ja, das ich habe wirklich, und ich habe wirklich, sorry Jungs, das kommt gleich zu Ende, und ich habe jetzt wirklich Angst, das ist, wird eine Art Domino-Effekt, weil die nächsten paar Spieler sind wirklich nicht einfach gegen alle aufstrebenden Mannschaften. Und wir müssen mit das, ich weiß es nicht, ich habe jetzt Angst, dass wir wird jetzt durchgereicht. Ehrlich. Aber vielleicht, um das nochmal kurz, also ich würde da kurz einmal einhaken wollen und sagen, Fußball ist doch so einfach. Also was wir an Christoph Dabrowski doch bisher immer so gelobt haben, war, dass er der Mannschaft, und das haben wir immer wieder gesagt, einen klaren Plan an die Hand gibt, dass jeder Spieler weiß, was er machen soll und dass die das dann auch irgendwie umgesetzt bekommen. So. Und das war, glaube ich, ja, so das Erfolgsrezept für diese Zweierserie oder auch für die guten Spiele davor. Wenn du dann aber natürlich das System einmal komplett umstellst und andere Leute aufstellst, obwohl die Leute, die es gut gemacht haben, auf der Bank sitzen, dann stehst du wieder vor dem Problem, dass da Leute auf dem Platz sind, die sich nicht so genau vorstellen können, was der Trainer denn eigentlich will, oder? Ja, aber das Sachen ist, dem, der Kieler hat gespielt auch bei St. Pauli. Er hat, weil die Japaner was, hat nicht da gespielt. Er hat das letzte zweimal gespielt, weil das war der Hintermannschaft. Er hat gespielt. So er hat gedacht, vielleicht er ist jetzt auf einen aufsteigenden Ast und bringt die Japaner in der zweiten Halbzeit als extra Druck oder sowas. Aber ich weiß es nicht. Wir müssen, du guckst die Mannschaften an, die letzten drei Spiele. Ich habe nicht das, ich begreife es nicht wirklich, Jungs, warum wir haben so eine, einfach das Leistung schon wieder, dass keine Disziplin in der Hintermannschaft, der Mittelfeld war nicht da, die Angreifer, den Ball zu verteilen. Ich weiß es nicht. Ich gucke das alles an von weiter jetzt. Und ich habe wirklich Angst, wir kriegen eine Packung. Nicht wie vor 3 Jahren bei Nürnberg 4-1, 4-0 nach 30 Minuten 3-0 oder sowas. Ich will das nicht sehen. Nur um das nochmal ganz kurz, darf ich nochmal ganz kurz? Ja. Also mich stört das gar nicht hinten in der Defensive. Ne? Also meinetwegen kann auch Dehm statt Moroja spielen und Krein statt Börner, wenn das da hinten so eine Viererkette ist. Aber das nach vorne, also ich finde auch dieses 3-1, was du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, Niklas Hult verliert den Ball, weil er sich irgendwie drehen muss, weil er kein Kommando bekommt. Das ist eine andere Sache, das ist irgendwie eine Einstellungssache. Da wurde das Spiel vielleicht auch schon so ein bisschen weggeschenkt. Aber der verliert den Ball, weil er nicht weiß, wohin damit, weil er nicht weiß, wie man den dann irgendwie nach vorne tragen soll, weil da nichts ist, also oder weil da niemand ist. So, also da ist ja kein, also im Mittelfeld fehlt es und im Sturm. Und warum hat Dabrowski dieses gute Gebilde, was da im Mittelfeld und im Sturm eigentlich sich gerade so gefunden hat, warum reißt er das jetzt auseinander? Carsten, hast Frage du eine Theorie? Über Frage. Ja. Naja, sehe ich genauso. Ne? Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gute Leistungen gebracht. Ne? Und warum man da alles auf den Kopf stellen muss, ne? Die Frage muss der Trainer dann auch für sich selbst beantworten. Das Ergebnis hat er auf dem Platz gesehen, ne? Und hat alles zusammengepasst an dem Samstag. Ne? Und was Stanley sagt, man muss wirklich vorsichtig sein. Ne? Wenn man jetzt Rostock und Dresden sieht, ne? Dresden hat zwar gestern in Bremen verloren,
aber die hätten das Spiel für sich in den ersten 15 Minuten schon entscheiden müssen. Die haben alle eine ganz andere Mentalität, ne? Ich denke mal, Aue und Ingolstadt, die werden weg sein, ne? Aber auch die 5 Punkte, die man jetzt vor Dresden hat, da sollte man sich nicht zu sicher fühlen, ne? Ja. Weil jetzt kommt Nürnberg, die sind gut drauf, ja, ne? Die werden hier auch Gas geben, dann in Schalke, da kann der Vorsprung schon weg sein, ne? Also man sollte sich da nicht zu sicher sein. Wir haben echt das Glück, dass nach dem Schalke-Spiel gibt es eine 2 Wochen Pause, ne? Oh, Länderspielpause. Ja, erst der 4. April. April ist unser nächster Spieltag, der 28. Spieltag. Und ja, wo spielen wir an die 8. Wir sind zu Hause gegen Regensburg. Ja, ja, aber das ist die Frage, ob das Glück oder Pech ist, dass die Länderspielpause da kommt. Ja, das ist auch eine Frage. Glück sein. Ja. Das ist auch jetzt, keine Frage. Wenn wir jetzt die beiden Spiele gegen Nürnberg und gegen Schalke natürlich krachend gewinnen, dann würden wir uns im Zweifel nicht so freuen über diese Pause. Aber naja. Ja, das ist eine Sache. Ja, ihr guckt das an. Ja, ihr guckt die Punktezahl an momentan. 15. Oh, ist es egal. Dresden ist auf der 16. Platz mit 26, Rostock 28, Sandhausen 29, Düsseldorf 30 und Kamsen 96. Und wir haben dann 2 Spieler, Nürnberg, der ist in 4. und dann Schalke mit der neuen Mark Briskins, oder wie heißt der, Briskins, als der neue Trainer. Ach, haben die schon einen neuen Trainer? Ja. Ja, die haben jetzt vor einer Stunde, haben sie Mike Briskins vorgestellt, der das bis Saisonende macht, aber der war ja... Nee, genau, der war eh schon... Den haben sie noch irgendwo gefunden bei den Altbeständen. Ja. Ja. Bei den alten Schuhen. Beim Wegwerfen der Gazprom-T-Shirts. Moment mal, hier liegt ja noch was rum. Ach so, nehmen wir doch den. Ja, Carsten, prognosentechnisch reicht es uns ja erstmal, wenn du jetzt bis zum Wochenende guckst und sagst, was du tippst für das Spiel gegen Nürnberg denn? Oh, ich glaube, es wird ganz schwer, weil Nürnberg ist gut drauf. Die sind wirklich gut drauf, sind schwer zu spielen. Mhm. Und wenn die Einstellung stimmt, ne, was ich natürlich immer hoffe und was man eigentlich immer voraussetzen sollte, ne, dass da mal wieder jetzt nach so einem Spiel die Sinne geschärft werden. Ne. Du musst eben zu Hause jetzt einfach deine Punkte holen, ne, weil sonst kann es am Ende nochmal ganz eng werden. Und ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass es unentschieden ausgeht. Okay. Ja, ich bin auch so. 1-1. Ja, wäre auch mein Tipp. Na gut. Mein Tipp auch. 1-1. Dann nehmen wir das erstmal so und lassen jetzt langsam den Nick ins Studio, der schon in der Leitung wartet, und sagen, Carsten, vielen Dank für deinen Anruf. Jawohl, schönen Dank, schönen Abend noch. Genau. Ich und ciao, Mignon. Niklas und Stanley und das Kamerakind Jakob verabschieden sich von dir. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nee, das war Carsten. Von Niklas bleibt noch. Das ist ein bisschen verwirrend hier mit den ganzen. Jetzt wird es noch schwieriger. Weil ich habe so viel gewunken. Ne? Jetzt haben alle gewunken. Ja. Niklas bleibt jetzt auch noch da und jetzt kommt noch ein Nick dazu. Ja. Also, der müsste jetzt schon da sein. Nick, schönen guten Abend. Hallo. Ja, wunderschön. Grüß dich. Na? Ja, und du klingst so, als hättest du das Wochenende irgendwie verpasst. Als hättest du die Spiele nicht mitbekommen. Darf ich etwas fragen? Ja, ständig auch. Was ist denn wunderschön, ey, Nick? Alles, was heute wunderschön hat. So begrüßt du den? Ja, warum? Was ist das wunderschön? Wir sitzen hier als 96-Fans wieder mit... Wir reden, warum... Warum haben wir nicht einen wunderschönen Grinsen im Gesicht oder so? Was wir schon wieder und oh, was ist jetzt schon wieder los? Ja, die Mannschaft dachte wahrscheinlich, sie spielen noch gegen Leipzig. So anders kann ich es mir nicht erklären, diesen Auftritt am Wochenende. Also ich war ja im DFB-Pokal mit meinem Junior gewesen. Okay. Ich habe ja gesagt, das Ergebnis ist mir gegen Leipzig. Wenn Junior dabei ist, relativ. Aber ich habe ja auch hinzugefügt... Hat die Mannschaft auch so gesehen? Nein, ich habe ja auch hinzugefügt,
dementsprechend die Einstellung stimmt. Ah. Und da war ja gar nichts. Das war ja, das war einfach für mich, in meinen Augen, war es einfach nur blamabel. Also redest du jetzt von der Einstellung von deinem Sohnemann oder von... Nee, mein Sohn, der hatte im S11-Block, okay, der hat richtig Randale gemacht. Der ging ab wie ein Zöpfchen. Okay. Er hat auch den Schiedsrichter runtergemacht. Ich weiß noch nicht, ob der Schiri das gehört hat, wahrscheinlich nicht, aber der hat gesagt, was pfeifst du da, mach die Augen auf, das kann man doch nicht sehen. Also der war richtig dabei. Okay. Aber jetzt mal im Ernst, also das, man kann ja verlieren gegen Leipzig, keine Frage. Aber es kommt immer auf das Wie an. Und ich habe da von Anfang an keine Idee gesehen, keine Motivation. Dann hat man einen Lindenmeiner wieder gehabt, der meinte, er kann alles. Er ist Ronaldinho und Messi in eins. Ein Moroja rennt auf den Flügeln hoch und runter, winkt teilweise wie schon von der Tarantel gestochen. Und er wird einfach ignoriert. Also was stört, war halt dieses Eigensinnige von so manchen Spieler auf dem Platz. So, und das hat uns Ich wollte nur sagen, Nick, ich bin 100% mit dir. Mit Lindenmeiner, ich hatte zu andere Leute über ihn gesprochen, dass er war körperlich nicht in der Verfassung für die Bundesliga gegen eine Bundesliga-Gegner. Ja. Er war immer weggefleckt. Er war einfach non-existent. What is it in Richtig. Matthias, what is non-existent? Non-existent. Er war quasi nicht anwesend. Ja, er war jedes Mal, er war da, bang, war er weggepustet. Ich finde ihn sowieso total überbewertet. Ja, ist es auch. Also da bin ich ganz bei dir, Stanley. Dass er Fußball spielen kann, das bestreitet keiner. Aber er ist jetzt keiner, wo man sagen kann, Respekt, du bist einer für die erste Liga oder so. Er ist zu eigensinnig, er hat das Gefühl für ein Gemeinschaftsspiel hat er einfach nicht. Er ist für sich selber, fühlt er sich, als wäre er der ganz Große, dabei ist er das gar nicht. So, und das hat er gegen Leipzig gezeigt, was ich katastrophal fand, wobei einige andere Spieler waren auch katastrophal. Gehl und Dur war gar nicht wieder zu erkennen, der war weder in Sandhausen im Spiel drin, noch in Leipzig. Jeden Ball, den er angenommen hat und versucht hat zu passen, ist grundsätzlich bei den Leipzigern gelandet. Also ich hatte den Eindruck, im DFB-Pokal, die hatten das von Anfang an eigentlich schon so aufgegeben. Im Nachhinein hat man sich auch unter den Fans geärgert, dass man denen noch so einen schönen Empfang bereitet hat, weil es war für jeden einzelnen Schlag ins Gesicht. Well, that's a bisschen hart. Aber mit Lindenmeiner, ich habe das gedacht, okay, er hat jetzt noch, wie viele Spiele ist das? Er will uns verlassen at the Ende des Jahres, Ende der Saison. Ich habe wirklich gedacht, dass er wird jetzt zeigen, was er konnte. Das war für ihn meine Schaufenster. Und es ist nur gezeigt, dass er ein Schwächling ist. Ende Story. Und ich habe mich total... Aber vielleicht will Sandhausen ihn ja haben. Ja, lass mich bestimmt. Ja. Wer wirklich die letzten Spiele auch jetzt DFB-Pokal und auch Sandhausen überzeugt hat, ist unser kleiner Turbo-Schwede Hult. Der war eigentlich ganz gut. Und unser kleines Kamerakind Jakob, auch überzeugend. Jetzt ist die Kamera schon wieder weg, schade. Da muss ich wieder dahin zeigen, aber er ist eigentlich da. Ja, Hult war eigentlich nach wie vor, also auch im Spiel gegen Sandhausen, leider bis zu diesem ärgerlichen Lapsus da hinten, war er eigentlich noch einer der, war nicht einer, sondern war er noch so wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Platz. Ja. Aber den Lapsus... Ja, aber den Lapsus würde ich ihm ja auch nicht mal anrechnen. Also wir das haben ja gerade auch schon gesagt, da muss er ein Zeichen bekommen, da muss ihm irgendjemand sagen, Mensch, von hinten kommt einer. Und er weiß halt nicht, was er damit machen soll. Aber ich finde, Hult ist über die ganze Saison gesehen, oder eigentlich seit er da ist, ist er ja in jedem Spiel eigentlich mit der Beste. Wir haben ja nun auch nicht umsonst... Der macht aber auch den Mund auf. Ne? Also das habe ich auch beim DFB-Pokal gesehen. Der hat da richtig rumgetobt. Aber irgendwie auch Franco oder so... Entschuldigung, man merkt einfach, ohne Börner kann man den Franke in die Tonne kloppen. Ist einfach so. Mit Börner zusammen funktioniert es, es ist hinten in der Viererkette eine Ruhe drin. Börner ist nicht da und es ist Katastrophe. Keiner weiß so wirklich, was er zu tun hat. Man könnte da so Sprechblasen drüber setzen im Spiel.
mit dem Motto oder mit dem Fragesatz, ja, was machen wir eigentlich jetzt? So, das ist so auffällig jetzt, die zwei Spiele gewesen. Ohne Börner ist die Abwehr die reinste Katastrophe. So Börner mag zwar langsam sein, aber sie stehen in der Verteidigung stabil. So das wie sie organisiert ist, so wie sie aufgestellt ist, im Augenblick kann man sagen, ist das so, ja, stimmt. So, und gegen Sandhausen, gut, das 1-0, ja, da kann man den Kreins vielleicht mal sagen, Mensch, warum lässt man sich so einen Ball da so komisch durch die Beine flutschen? Das Tor wiederum war, denke ich mal, war ein Glücksding. Da kann kein Torhüter der Welt was machen. Also wenn jetzt einer kommen würde, Mensch, Neuer hätte den gehalten oder ein Ter Stegen, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Das war einfach ein schönes Ding. Alles andere, was danach kam, das war Arbeitsverweigerung und peinlich. Achso, nee, wir reden noch über Leipzig, ne? Nee. Ja, aber reden wir über das erste Tor. Achso, über das erste Tor. Ja doch, den kann man halten, aber ist auch egal. Ja, du bist ein... Das will ich gerne sehen. Niklas, das will ich sehen. Wenn du den hältst, ich glaube, dann küssen dir sogar Kreisligaspieler die Füße, weil ich kenne keinen Torwart, der so ein Ding hält. Nick, ich sag dir, guck's dir nochmal an. Zieler macht genau im falschen Moment, als der Stürmer oder als der Spieler da anläuft, macht er die zwei Schritte nach vorne, die ihm am Ende fehlen. Den kann er wegpflücken. Ja gut, okay, den kann er ganz normal wegpflücken, wenn er einfach stehen bleibt. Ja gut, da gebe ich dir recht. Also er hat ja diese Tippelbewegung gemacht. Gut, ja, kannst du vielleicht recht haben, dass da genau diese Zentimeter dann gefehlt haben. Nick, und vergiss eins nicht, zwischen euch beiden, Nick und Niklas, wer hat schon mal länger im Tor gestanden? Ich. Ja, ich. Wahrscheinlich wir beide. Ach, wir alle beide. Naja, ist ja auch, also... Niklas weiß ja, wie ich meine, es ist ja auch, ne, aber... Doch. Wie gesagt, das war nix und ich hoffe, dass man da auch jetzt mal ein paar Worte fasst. Hinterher würde ich auch nicht mehr aufstellen. Okay, er hat das 2-1 aufgelegt, aber ich glaube, das war es dann aber auch schon. Ja, aber darf ich etwas sagen? Ich finde, er hat eine Tür vorgelegt. Wer war das letzte Mal, wo der richtige Mittelstürmer das eine Tor abgelegt hat? Ja. Das ist eine Sache, das muss auch passieren. Stolze hat auch ein Tor geschossen. Zwei Tore in zwei Spiele. Ja. Oder so. Ich glaube wirklich, ich weiß es nicht, was da passiert hat, Jungs, aber wir müssen hoffen, dass wir kriegen das System schnell wieder ein. Und ist Cedric Tuchard so gut? Ist er auch ein Superstar? Du musst selber fragen. Ich habe keinen Superstar. Aber schon einer, der eine gute Qualität hat. Richtig. Ja. Wie Weiden für jeder Walker letztes Jahr, ne? Leck mich am Arsch. Nein, Cedric Teuchert, der kommt aus der ersten Liga, der macht das ja, schon. Ja, er kommt aus der 96 in die erste Liga, spielt 6 Monate und ist zurückgeschickt. End of story. Nein, ja, der trotzdem. War noch 1,5 Jahre war der bei Union. Ja, off the bank. Stimmt. Nee, erste Saison hat er gut immer gespielt und in der zweiten, ja, da war er dann Joker mehr oder weniger. Ja, danke. Ich habe das hier vor mir. Du hast da wieder irgendwelche Zahlen vor dir, ja. Ich hab Teuchert auch so wahrgenommen, dass das durchaus ein qualitativ hochwertiger Spieler war, der da nur nicht mehr gebraucht wurde, weil sie unter anderem ja mit Kruse dann da hatten zum Beispiel. Und dann kam da noch Haraguchi hinzu. Ja. Oh ja. So, und wie gesagt, ein bisschen muss man aber auch Dabrowski das ankreiden, die Aufstellung. Ja, das wird ja schon den ganzen Abend gemacht im Grunde. Also, ne? Also, keiner hat das nicht gesagt bis jetzt. Ich verstehe nicht, warum man rotiert. Die Mannschaft, die wir die letzten Spiele gegen Pauli und Kiel hatten, die waren eingespielt. Es hat funktioniert. So, dann baut er einmal rum. Gut, wie gesagt, gegen Leipzig kann man verlieren, kommt auf das Wie an. Aber dann hätte ich doch dieselbe Startformation wie die letzten zwei Ligaspiele doch wieder genommen. Nein, er stellt da hinten einen Dem rein, der total überfordert ist. Dann, das kann nicht funktionieren. Also ich hoffe, dass er gegen Nürnberg die Formation wieder nimmt, wie wir die letzten zwei Spiele in der Liga ja gewonnen haben. Ja, sie müssen natürlich auch fit und gesund sein. Ein bisschen ist ja noch die Hoffnung, glaube ich, so bei Börner, dass wenn er jetzt, glaube ich, keine Symptome hat,
Kann er sich freitesten lassen. Kann er sich wahrscheinlich sogar noch rechtzeitig freitesten, dass er noch wieder ins Training wieder rechtzeitig eingreifen kann. Aber das, da bin ich jetzt auch nicht auf dem allerneuesten Stand. Ja, wir sind gespannt. Aber jetzt mal ohne ungeachtet der Tatsache, dass wir jetzt nicht so richtig wissen, wie die Situation sein wird. Darf ich etwas sagen, Jungs? Mach mal. Gegen Kiel, wenn du ja 2-0 gespielt, die Hintermannschaft war mit dem. Ja, Franke, ja. Bohne, Hult. Ja. Ja, ja. Aber so, da war wahrscheinlich auch Börner im Spiel. Ja, ja, sagt er ja. Ne? Also das ist halt, genau, also das ist, aber ich wollte eigentlich gerade jetzt ja schon dahin kommen, dass Nick uns jetzt mal sagt, mit dem, was wir, also mit dem, was der Trainer zur Verfügung hat, möglicherweise oder auch nicht, was tippst du denn für den Sonntag ist es, glaube ich, ne? Ja, Sonntag. Ja. Also da ich ja mit meinem Kumpel aus Nürnberg zusammen ins Stadion gehe, die haben sogar richtig schicke Plätze, habe ich organisiert, direkt am Spielertunnel. Das heißt, wir werden, wenn es nicht läuft, mal ein bisschen hier, ne, sagen, los, ne, hopp jetzt. nein, Spaß beiseite. Also bisher haben wir gegen Nürnberg immer gut ausgesehen, muss man ja mal festhalten. Ne? Also es war jetzt die letztes Mal unentschieden. Dann letztes Jahr haben wir sie 5-2 bezwungen. Auch in der Rückrunde, das war in Nürnberg, bin positiv gestimmt. Okay. Ich sage mal 3-1 für uns. Drei Tore für uns. Stärkere Mannschaften liegen uns, weil stärkere Mannschaften die Räume uns geben, die wir brauchen. Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also vielleicht stimmt es ja auch. Wir wollen es einfach mal hoffen, dass diese Analyse ein wenig ihre Richtigkeit hat. Nick, vielen Dank für deinen Anruf. Wenn der Micha da ist, liebe Grüße an Micha. Der ist jetzt da. Das ist für mich dann immer schön. Ach, für mich ist das dann immer so dieses Gefühl, ach, gleich ist Feierabend. Wenn der Micha aufleuchtet, dann freue ich mich. Das heißt, die Sendung ist bald auch schon wieder zu Ende. Und, aber erstmal freue ich mich natürlich auf den Micha. Nick, vielen Dank für den Anruf. Schönen Abend, mach's gut. Ja, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao. Und wir holen den Micha rein. Was steht da? Ah, gute Analyse. Okay, kann er aber gerne noch mal direkt sagen. Micha, ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, ich bin jetzt schon dran. Guten Abend, Matthias. Guten Abend, Niklas. Guten Abend, Stanley. Und Jakob. Du wirst dich noch wundern da, von wegen, dass du dich freust, dass ich anrufe. Nicht unser Kamerakind vergessen. Ja, entschuldige. Jakob, ne? Genau, da steht's noch mal. Genau. Der Junge, der ist schlagfertig, du. Der Junge ist auch zack. Wie der dich gleich zurückgerufen, zurückgegrüßt hat. Gut, der Junge hat's drauf. Der sitzt bald vor der Kamera. Pass mal auf. Ja, schneller als mir lieb ist vielleicht, ja. Genau. So, also erstmal muss ich sagen, die Spieleranalysen heute waren klasse. Also war wirklich. Und es war auch so, dass es hin und her war. Zieler pro, Zieler contra. Also das hat mir heute wirklich sehr gut gefallen. Von allen, nicht nur von euch drei, natürlich auch von den Anrufern. Da sage ich auch gar nichts mehr zu. Okay. Was ich nur ganz schlecht aufgestoßen ist, war dein Kommentar zu dem Büskens. Ich habe den Büskens schon vor 2 Jahren zu 96 holen wollen. Und da hat der Mann sich entschieden, lieber Co-Trainer bei Schalke zu machen, was ihn vielleicht auch auszeichnet, weil er nicht zu 96 gekommen ist. Aber so einen, den Mann, den hätte ich mir vor 2 Jahren schon gewünscht, weil das wirklich ein sehr guter Spieler war, der weiß, wie man die Spieler ansprechen müssen und dergleichen. Aber dass du den so fertig machst, wenn du den nicht kennst, der Junge, der ist nicht irgendwo da unten Abfalltonne. Der war Co-Trainer seit 3 Jahren, hat alle Trainer da überlebt, obwohl die da sonst alles mit gleich rausschmeißen, den ganzen Staff. Also so bitte nicht. Ich dachte, für mich, ich gebe zu, dass ich nicht wusste, dass er da jetzt irgendwie noch als Co-Trainer aktiv war. Aber er ist definitiv jemand, der ist doch aber schon mindestens, das fühlt sich aber für mich jetzt trotzdem an wie Slomka in Hannover, der ist doch schon mindestens 2-mal als Nottrainer geholt worden, oder? Nein, der hat in der 2. Liga ein paar Mal irgendwo einen Trainer gemacht. War noch nie in der 1. Liga Trainer. Ja gut, das auch, ist er jetzt ja auch als, dann nicht. Das passiert nee, dann ja, ja jetzt deswegen, auch nicht. Das ist ja nur ein Notnagel, wenn ja. du da in 2 Tagen... Doch, Micha, ja. aber ich glaube, der ist bei Schalke wirklich schon ein paar Mal eingesprungen. Also interimsmäßig würde ich behaupten, hat er bestimmt ein paar Bundesliga-Spiele. Ich habe das hier. Stanley, der Mann der Zahlen. Lass mal Stanley. Stanley hat ja immer Statistiken. Ja,
from the 13th April to the 30. Juni ja, der in 2008 und nochmal als Notengel in 2009 vom 27. März bis zum 23. Juni. Naja, gut. Aber später als, bestimmt auch nochmal, oder? Nein, nur als zweite Mannschaft. Er war da für 3 Jahre. 9 das letzte Mal? Das ist ja schon ewig her. Ja, ja. Du bist auch nicht jung. Nee, dass ich mich daran erinnern kann, das wundert mich. Aber in der Zwischenzeit, in 2013, er war bei Fortuna Düsseldorf. Aha. Ja. Okay. Alles klar. Naja, aber das hat mit uns ja auch nichts zu tun. Klar, neuer Trainer, egal wie er heißt, der bringt ja immer einen Schwung rein und der macht ja auch, hast ja letzte Woche in Leipzig auch wieder von ihm gehört. Ich habe nur an den Tom da gedacht, wenn die zu Hause gegen Freiburg verloren hätten, dann hätten sie nämlich auch schon wieder an dem Trainer rumgemäkelt. Die haben doch nur mit Glück gehabt, noch eine Minute vor Schluss noch den Ausgleich zu machen. Deswegen, so ein Trainer, das ist überall, das ist kein, außer in Freiburg. Aber ansonsten haben die doch alle angesägten Stuhl oder sowas. Ist ja auch egal. Für uns ist es so laut, aber ihr habt schon alles gesagt. Wirklich, ihr habt schon alles gesagt. Deswegen, also ich will da nicht noch mehr zu sagen. Ich könnte so viel da unterstützen, zu allen Namen. Ihr habt das super gemacht. So, jetzt Tipp nochmal. Wir verlieren 3-2. Wir kriegen 2 Elfmeter, die wir verwandeln. Dafür schießen wir aber 3 Eigentore und dann war wieder alles im Land. So. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Seht zu, dass er den Jakob noch vor 10 nach Hause bekommt. Ab 22 Uhr ist Kinderarbeit verboten. Ne? Genau, deswegen müssen wir jetzt auch ganz schnell zur Musik kommen. Alles klar. Also Jungs, vielen Dank. Bis nächsten Montag. Tschüss. Jo. Mach's gut. Ja. Aber im Grunde hat Micha jetzt auch das wichtigste Thema sozusagen schon angesprochen. Und die Mannschaft hat es ja auch gesagt nach dem Spiel gegen Sandhausen, dass das, wir haben ja ein klassisches Eigentor geschossen. Nicht so ein schönes wie das, was Thomas Müller am Wochenende geschossen hat. Das war ja richtig kunstvoll. Aber es waren halt 3 Tore, die die Mannschaft im Grunde hinterher so ein bisschen überspitzt als Eigentore bezeichnet hat. Also dass das alles in gewisser Weise natürlich einem Eigentor zumindest sehr nahe kam. Wenn man jetzt die strengen Eigentore nur rechnet, dann haben wir zumindest auch schon mit 5 verschiedenen Schützen und 5 Eigentoren in dieser Saison auf jeden Fall den Höchstwert. Und wenn natürlich die anderen Tore auch noch so fast gefühlte Eigentore sind, ja, dann gewöhnt man sich natürlich so ein bisschen daran. Und dann muss man auch dieses Lied... Dankeschön. Das Lied hatten wir schon mal, aber der Text ist neu. Jetzt logischerweise. Mai, Mai, was machst denn du? Der Ball fliegt doch ins Tor rein. Oh je, und dieser Fuß hätte den Ball besser zur Seite gespielt. Ich glaube, wir werden verkohlt, weil das Scheißspiel sich stets wiederholt. Was machst du? Das ist schon wieder ein Eigentor. Was machst du? Das kommt bei uns etwas häufig vor. Was machst du? So langsam steigt bei mir die Wut empor. Was machst du? Andere Mannschaften beugen vor. Wow, 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 doch nicht du. Denn das war schon wieder ein Eigentor. Ja. Das war's, meine Damen und Herren. Das war der Club der Roten Dichter für diese Woche. Alle, die mitgemacht haben, hoppla, Kamerakind Jakob und unser Publikum gleichzeitig und Niklas und Stanley verabschieden sich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche und tschüss. Ciao. Schuss von Wehwetter springt von der Latte zurück. Hohl kann einköpfen, 4-1 für Hannover.